Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Crysis. Wir starten genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und es geht jetzt auch direkt weiter. Ich habe nichts ohne euch weitergemacht. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier... Oh, hier geht alles in die Luft. Herrschaftszeiten. Na gut, aber es soll uns jetzt nicht stören. Ist ja nicht unsere Sache. Wir sind jetzt hier zur Sache. Hexide. Okay. Hexi von hier. Komm schon. Ah, okay, da können wir hacken. So, das ist das Hack-Dingens. Da müssen wir jetzt genau, wenn das Teil da trifft, da drauf drücken. Was zum Teufel erwartet uns hier? Das ist zur Zweimannfront. Und die Seth? Das ist die Nanovision. Das müsstest du inzwischen wissen. Aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. Tür schließt sich schon wieder. Okay, verstehe. Ah, das soll wohl Scherz sein. Ein komm schon, Psycho, gehen wir. Hoppala. Zeig mir dein Gesicht. Brich sie einfach auf. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir. Okay, Datenbank öffnen. Ja. Scheiße, ich finde dich! Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Das sind viele Kuh, der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Ja, geht's jetzt hier nochmal weiter oder was? Stop talking. Boah, Loch. Ach, scheiße. Komm schon. Gehen wir. Gut, jetzt haben wir ja lang genug geredet und jetzt wollen wir mal weitergehen. Okay, ich gebe dir Tempo. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Kann ich mitkommen? Dann nicht. Okay, wir haben unser Ziel verstanden. Glaube ich. Liberty Dome infiltrieren. Okay, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was ist hier los? Scheiße, scheiße, sie sind hier! Ruf Verstärkung! Action 2-4! Zehn ist auf der Brücke, 6 auf 5, 10 nach 6! Brauchen Verstärkung, over! Boah, Junge! So Frisskugeln sind schlimmer als... Das macht die Sache nicht einfacher. Ja. Aber da fährt noch einer, oder? Sie verstoßen gegen das Abregelungsprotokoll. Gehen Sie auf der Stelle oder Sie werden meines Erachtens noch nach hinten fliegen müssen und nicht nach vorne, aber okay. Oh, der hat eine schicke Waffe, hat er da. Nein, der sollte doch nicht die Hämmer wegwerfen. Das hässliche Gewehr, ja, perfekt. Okay, vorne ist noch einer. Mein Gott! Ich dachte, man kann die hier greifen!
Ach du Scheiße! Schnell weg hier, ey! Hoppala. Ach du Scheiße, Mann. Das gefällt mir gar nicht. Ehrlich gesagt. Aha. Okay, das funktioniert so nicht. Ich werde jetzt mal die Tarnung anmachen. Und dann versuche ich mal jetzt hier nicht so durchzuschleichen, sozusagen. Weil anders kommen wir uns hier nicht weiter. Ich wollte jetzt hier nicht gehen. Nein, uns hat man anscheinend nicht entdeckt, das ist sehr gut. Können wir uns jetzt hier weiter in Anführungsstrichen schleichen. Junge, Alter. Haut ja noch ab, ey. Wo geht's hin? Tittennuckeln bei deiner Mutter oder was, ey? Komm, Energie. So. Da ist er doch. Ja, geil. Ich schieße ihm in die Stirn, ey. Und der hat die angeblich in den Hals gekriegt. Auch geil. So, alles wird. Ach du heilige Scheiße. Wieso hat er uns denn jetzt da gesehen? Du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es! Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug! Hör mal, Freundchen, Taucheranzug, ja? Das ist ein Nanosuit, ein hochtechnologierter Nanoanzug, ja? Boah. Hm. Ey, das bin ich? Das bin ich? Ich bin im Fernsehen! Ich bin im Fernsehen. Ja. So, Dome Sektor 2. Failsafe Reactor Station. Okay. Was haben wir denn hier so Schönes? Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Da ist ein Büro. Da ist ein Büro. Hab ich mich jetzt erschrocken. Sieht nicht schön hier aus. Ich glaube, ich werde gescannt. Ist auch geil. Ich werde gesucht, aber hier gehen alle Türen für mich auf. Naja. Ah, was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich die wirklich will. Ich habe hier so eine schöne Scar. Testen wir doch mal. Das ist jetzt besser. Hey, eine Energiewaffe. Okay, die nehme ich. Noch irgendwas? Anscheinend nicht. Geh
weiter. Wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Feinde. Das sind nicht gerade wenige. Da hinten habe ich sogar noch welche vergessen. Noch irgendwo was vergessen. Ne, ich glaube, das waren sie jetzt alle. Scheiße. Okay. So, der war einmal. Die anderen haben es mitgekriegt. Ja, ich glaube schon. Weniger. Und jetzt habe ich so eine kleine Idee, was wir machen werden. Wir können jetzt mal das hier wegtun, Energie aufladen und jetzt machen wir mal ein bisschen Terminator-Style. Ja, genau, verpasst euch ruhig. Verpasst euch ruhig alle. Genau, genau, komm, komm, komm. Schlimmer als ein Mercedes, ey, und der stuckt noch mehr als seine Mutter. Okay, Energie kritisch, das ist schlecht. Lade dich schnell bitte auf, danke. Danke, danke. Noch jemand? Ach, ist mir scheißegal, ich geh jetzt weiter. So! Psycho, nähere mich nächstem Sektor. Psycho? Ja. Verstanden. Hey, das wollte ich jetzt nicht. Kann ich mich da nicht draufsetzen? War doch gerade irgendwas mit. Hä? Ja, cool. Nein, da kann ich mich nicht fortsetzen. Dann nicht.
sichert mich. So, ein bisschen Muni kann nie schaden. Ah, da haben wir eine Granate. Wollen wir die Granate mal testen? Nö. Zumindest jetzt nicht. Hier liegt eine Leiche. Ja, und die ist daneben. Hat jemand eine Granate geworfen? Ist ja süß. Bitte was? Mein Gott, diese befickten Tonnen hier, Alter. Komm doch hier. Das steht doch schon da bereit. Komm, setz mal hier. Back here! Nein. Oh Gott, das war nicht gut. Ach, fail. Ja, ich weiß. Ein gewisser Franchi wird sich jetzt wahrscheinlich darüber wieder plattlachen. Der Raiden, der hat die Granate nicht werfen können. LOL. Naja. Nein! Da ist die Munition leer. Genau. Die Munition leer. Maul da unten. Hat hier noch irgendjemand was zu melden? Scheiße, keine Muni mehr, ey. So. Ach, der geht noch. Friss. Ha! Durch die Kiste. Du Bob. Wieder alle. Warte mal, hier vorne ist Muni. Ja. So. Fernkampfscar. Ey, da ist die Reflexvolt wieder. Noch ein bisschen Muni. Perfekt. Okay, ich muss hier vorne rein. Bin gleich da. Ist da vorne was? Uni? Oder was? Nein. Da nicht. Tschum. Hier auch keine. Nein. Negativ. Okay. Was haben wir hier? Auch keine Uni. Mein Gott. Weil hier haben wir doch bestimmt irgendwo Uni. Ich meine, ich hab zwar noch, aber man kann nie Muni genug haben, wie ihr wisst. What the hell? Ja. Ja. Psycho, ich bin durch. Ja, verstanden. Wir treffen uns am Aufzug des Turms. Okay, ich glaube, ich hab sie. Da ist noch keiner mehr. Vorsicht! Aktiviert die Schütze. Du kannst sie hacken.
draufgeballert. Scheiße. Ah, ich glaube, da hinter dieser Tür ist Psycho. Ja doch, Psycho. Ja, yeah, hier ist er, unser prostituierter Freund. Dann wollen wir mal. Liberty Dome infiltrieren. Das dürften wir ja eigentlich. Du hast neuerdings Leute. Ja. Ich war schon immer ein Teamplayer. Ich gehe nirgends hin, bis du mir ein paar Antworten gibst. Ja, ja, Teamplayer. Ja, ich erinnere mich. Habt ihr gelesen? Da stand Deserteur und Einzelgänger. Cell gehört unsere Energie. Alles. Aber trotzdem fair. Wenn du deine Rechnung nicht bezahlen, musst du sie abarbeiten. Was natürlich nicht geht. Toll, was? So. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen drin jetzt gibt. Jetzt werden wir. Man hat keine Wahl. Es sei denn, sollten noch Gegner kommen, werden wir die jetzt gleich so richtig ordentlich in diese Waffe in den Arsch stecken und abdrücken. Ich zeig dir, was Cell getrieben hat, während du geschlafen hast. Vielleicht verstehst du es dann. Okay, wir stecken die Waffen weg. Was ist denn da los? Man weiß es nicht. Schauen wir uns doch mal das hier an. Willkommen in New York. Version 2.0. Was haben Sie getan? Die Stadt hat eine Energiesignatur. Warum das? Sir, Sie kanalisieren Energie aus Alien-Technologie. Versorgen Ihr globales Energienetz über eine einzige Self-Maschine in diesem Dom. So einfach kann es nicht sein. Ist es aber, Mann. Also ich habe mir New York anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ganz einfach. Nein, der Alpha-Self hat mir eine Vision gezeigt. Das hatten wir alles schon. Es muss irgendeine Verbindung geben. Prophet, die Aliens sind Geschichte. Du hast sie selbst erledigt, bis auf ein paar wenige. Nein, da steckt mehr dahinter. Wir müssen nur etwas finden. Irgendwo hier, eine Spur. Hör zu, während du irgendein Super-Alien gejagt hast, das es nicht mal gibt, hat Cell die Welt unterjocht. Wir brauchen dich im Hier und Jetzt, Boss. Du musst uns helfen, Cell aufzuhalten. Hier läuft mehr als eure Revolution. Ich habe es gesehen. Cell spielt mit Mächten, die sie nicht mal im Ansatz verstehen. Egal, was sie tun, sie werden die Erde damit zerstören. Wir müssen ihnen das Handwerk legen. Genau das müssen wir. Also los jetzt. Ja, das müssen wir. Und das wird jetzt wahrscheinlich unsere Lebensaufgabe werden, die wir dann irgendwann in Crisis 500 erledigt haben. Hardware ist intakt. Initialisiere Endgeschwindigkeit. Verstanden, Romeo 1. Sie haben es geschafft. Willkommen in der Hölle. Der Liberty Dome soll eine Self-Bedrohung isolieren. Sie sind also im Vorteil. Cell ergreift bereits erste Gegenmaßnahmen. Sie haben ungefähr 30 Minuten Zeit. Der markierte Bereich ist noch sicher. Nur minimale Bodenaktivitäten von Cell. Aber die Türme sind immer noch funktionsfähig. Seien Sie vorsichtig und bringen Sie die Hardware nach Hause, Romeo 1. Ja, es scheint so, als wenn eine neue Mission startet, aber nicht für diese Episode, das kann ich euch sagen. Denn mit diesen Bildern und mit diesen Worten endet die zweite Episode von Crisis. Die zweite von vielen Episoden, kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei.
Und ich hoffe, euch hat die kleine, aber feine, oder was heißt kleine Episode, die Episode einfach Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Bleibt sauber und geschmeidig. Und lasst die Hände aus der Hose. Außer ihr guckt euch meine Videos an, dann könnt ihr die Hand natürlich in die Hose tun. Nein, vergesst das einfach. Bis zur nächsten Folge. Euer Raiden.